Hello, my beautiful friends. Another day, another product. Now it's time for this high protein yogurt thing. Actually, it doesn't say yogurt, it says yogurt thing. Anyways, I think it will be a very boring review, but I get 20 grams of protein, which is good. I think it's this amount of usual egg heads. Anyways, how much protein one egg got? Question. My English processor is currently crashed. I'm sorry, let's eat it. Okay. You got these fruit pieces here. This is peach orange. And it's kind of good. I have to admit, I eat this. It's like an everyday food in private. Because I need protein. And it's, yeah, it's okay. It's not a total sensation. And it's not tasting like the real thing. But I need the protein. Win. Okay. Nutrition facts. Hey, carbohydrates is 6 grams and protein is 10, so it's awesome actually. And they use, okay, there's a sweetener, a quite exotic one. Haven't heard about this. Or not so much. I actually three different ones already. But okay, I need the protein. Ah, it says milk protein stuff. This is a strange word to translate. Erzeugnis. Produce. Milk protein produce. Anyways, thanks for watching. Do eat this. This is like hipster stuff, which is around 1 or 2 years on the market now. Next language. Gut, jetzt gibt's den nächsten High-Protein-Joghurt. Ich esse das auch privat. Und es sagt 20 Gramm Protein. Ich glaube, so viel hat auch ein Ei. Kann das sein? Ich recherchiere das mal, wie viel Protein ein Ei hat. Und das besteht tatsächlich hauptsächlich aus Protein. Deutschen Eiweiß und hat auch Süßstoffe drin. Schmeckt jetzt nicht so wie ein richtiger Joghurt, ne? Was mir aber total Wain Train ist, weil ich das Protein haben will. Deshalb finde ich das gut und esse das. Und es schmeckt jetzt nicht zu schlecht oder so. Ist halt so ein, ich hau mir jetzt Protein rein, Produkt. Ja. Und ich weiß nicht, ich glaube, es gibt so seit 1 oder 2 Jahren gibt solche Proteinprodukte. Wollt ihr nur noch mehr sehen? Es gibt, glaube ich, 1 Million verschiedene. Das kann man essen hier. Okay, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.